Hallo, herzlich willkommen am Katholikentag in Leipzig. Wir sind wieder live für Sie da, katholisch.de. Und jetzt haben wir einen besonderen Promi-Gast von der katholischen Kirche in Deutschland da. Pater Anselm Grün ist bei uns und gleich geht's los mit dem Gespräch. Schön, dass Sie da sind, Pater Anselm Grün aus der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Herzlich willkommen. Danke. Wie geht's Ihnen am Katholikentag? Ich habe gesehen, als Sie angekommen sind und im Auto die vielen Menschen hier in Leipzig gesehen haben, habe ich so ein Lächeln auf Ihren Lippen gesehen. Ja, ich freue mich, dass hier in einer Stadt, die ja wenig vom Christentum geprägt ist, so viele Christen jetzt sich öffentlich zeigen. Das wird sicher die Stadt ein Stück verwandeln und verändern. Und ich hoffe, dass der Katholikentag nicht nur jetzt ein paar schöne Tage hier sind, sondern dass er auch einen bleibenden Eindruck für die Stadt hinterlässt, dass die Stadt spürt, die Christen zeigen sich und die Christen sind ein wichtiger Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft. Ich habe hier an einem ersten Tag eine Umfrage gemacht bei Menschen hier aus Leipzig und die haben mich komisch angeschaut, wie ich gesagt habe, ich bin katholisch und Gott gehört zu meinem Leben. Wie reagieren Sie darauf, wenn Menschen sagen, Gott ist tot, so wie die Tiere, brauchen wir Gott nicht? Da frage ich immer, welcher Gott ist für Sie tot oder an welchen Gott glauben Sie nicht? Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo eine Ahnung hat von einem Geheimnis, das größer ist als er selber. Und ja, wie die Tiere möchte ich ja nicht unbedingt sein. Also das wäre ja eine Reduktion des Menschen. Er hat Geist, er hat eine Sehnsucht und die Frage, können wir der Weisheit unserer Seele trauen? C.G. Jung sagt einmal, Gott kann ich nicht beweisen, aber ich weiß als Psychologe um die Weisheit der Seele. Und die Weisheit der Seele weiß, dass es etwas gibt, was größer ist als der Mensch selber. Und als Psychologe weiß ich, wenn ich gegen die Weisheit der Seele lebe, mit noch so vielen rationalen Argumenten, dann werde ich ruhelos, rastlos, neurotisch. Und das merkt man ja heute bei vielen Menschen, die ruhelos sind, weil sie eben nicht der Weisheit ihrer Seele trauen. Die Weisheit der Seele, damit beschäftigen Sie sich ja in vielen, vielen Büchern, die ja zu Bestsellern geworden sind. Sie sind ja ein großer, eigentlich ein katholischer Werbeträger. Warum merken Sie, haben die Menschen so eine Sehnsucht auch, sich um ihre Seele zu kümmern? Die Menschen spüren in dieser Gesellschaft, dass nur der Erfolg, nur das Geld, nur der Reichtum, nur äußere Dinge und Aufmerksamkeit allein nicht genügen. Die Seele muss genährt werden und der Mensch spürt, er hat eine Sehnsucht nach mehr, nach etwas, was diese Welt übersteigt. Und nur wenn wir dieser Sehnsucht trauen, wird unser Leben sinnvoll. Wenn wir nur auf äußere Dinge gehen, dann fühlen wir uns immer auch letztlich benachteiligt. Gibt es da ein Ritual, das mir als Mensch in meinem Alltag hilft? Gut, für mich sind Rituale ganz wichtig. Rituale schaffen eine heilige Zeit. Heilig heißt das, was der Welt entzogen ist, worüber die Welt keine Macht hat. Und wenn Sie jeden Morgen mit einem Ritual beginnen, das könnte ein Segensritual sein, das kann einfach sein, dass Sie Gottes Segen über Ihren Tag herbeirufen, dann haben Sie das Gefühl, Sie leben selber, anstatt gelebt zu werden. Und das, glaube ich, braucht jeder Mensch, das Gefühl, ich lebe selber und ich werde nicht einfach gelebt von der äußeren Welt. Ich habe mal gelesen, Sie haben ein Ritual empfohlen. Also ich bin auch jemand, der durch die Gegend hetzt, einfach mal einen Schritt langsamer zu machen. Hilft es auch, sich selber damit einen Schritt näher zu kommen? Ja, jetzt die letzten Schritte bin ich nicht so langsam gegangen, weil ich etwas in Zeitnot war. Aber sonst ist für mich wichtig, wenn ich in der Verwaltung, von der Verwaltung zum Chorgebet gehe, dass ich langsamer gehe oder wenn ich verschiedene Gänge machen muss, mal bewusst langsamer gehen. Das ist vielleicht eine Minute, braucht es mehr Zeit, aber in der Zeit habe ich das Gefühl, der ganze Gang gehört mir. Ich gehe einfach, ich spüre mich selber, ich bin auf dem Weg. Und dann kann ja alles auch zum Ritual werden, auf dem Weg sein, ist ja auch eine spirituelle Herausforderung. Ich bin immer in Bewegung, innerlich in Bewegung auf Gott hin. Wir haben ja heute eigentlich ein heißes Thema hier am Stand gehabt. Es geht um das Papstschreiben von
Papst Franziskus, Amoris Laetitia, und um das Thema auch christliches Handeln braucht mehr Barmherzigkeit, zum Beispiel für wiederverheiratete Geschiedene. Wie lesen Sie denn dieses Dokument in Bezug auf Menschen, die Brüche in ihrem Leben erfahren? Guter Papst ist für die Barmherzigkeit und versucht natürlich einen Weg zu gehen, dass er die Konservativen auch mit ins Boot nimmt. Aber ich denke, er hat sehr klug gehandelt. Er lässt die Offenheit, er lässt es ja auch den Bischofskonferenzen und die deutschen oberrheinischen Bischöfe Kaspar Lehmann und Seyer haben ja schon 1993 einen Hirtenbrief geschrieben, wo sie die Wiederverheirateten einladen, auch dem eigenen Gewissen zu folgen. Und das ist ja immer auch Lehre der katholischen Kirche. Die Norm ist das eine, aber die oberste Norm ist auch für die Kirche immer das Gewissen. Und wenn einer dem Gewissen folgt, dann darf er auch mit gutem Gewissen zur Kommunion gehen und keiner hat dann das Recht, ihm die Kommunion zu verweigern. Gute Bischöfe haben vorgeschlagen, damit es auch öffentlich ist, damit nicht die anderen dann darüber reden, dass die Eheleute das dann auch, wenn sie in der gleichen Pfarrei gehen, es mit dem Pfarrer ausmachen und einfach, dass es offiziell ist, die können zur Kommunion gehen, denn Kommunion brauchen ja nicht die Gerechten, dann wie Jesus ja selber sagt, nicht die Kranken bedürfen des Arztes, sondern nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Und gerade die Menschen brauchen ja Hilfe, brauchen Trost, brauchen Unterstützung in der Kommunion. Sie begleiten ja in Abtei Münster-Schwarzach im Rekollektiohaus auch Menschen, die mit Brüchen leben, also Laien, aber auch Priester. Wie begleiten Sie die Menschen mit diesen Brüchen? Gut, wichtig ist, ich sage immer, der Lebensentwurf kann zerbrechen, aber ich selber kann nicht zerbrechen. Meine Essenz des Lebenstraumes, die kann nicht zerbrechen. Die konkrete Ausübung des Lebenstraumes oder wie ich mir das vorgestellt habe, der zerbricht oft. Aber dann ist es eben wichtig, an die Essenz zu kommen. Was wollte ich eigentlich, wenn der erste Entwurf zerbrochen ist? Was ist die tiefere Sehnsucht, die dahinter liegt? Damit ich spüre, es gibt Brüche im Leben, aber es braucht auch eine innere Kontinuität, einen roten Faden, der weitergeht. Und Brüche können auch eine Chance sein, dass meine eigenen Bilder von mir zerbrechen, meine Vorstellungen, die ich vom Leben habe, dass meine Masken zerbrechen, hinter denen ich mich verstecke, dass ich aufgebrochen werde für mein wahres Selbst. Wir haben in der christlichen Tradition ja die Verehrung der fünf Wunden, die Handwunden, ja, das kennen wir alle, dass wir festgenagelt worden sind auf ein Bild oder festgeklammert worden sind, nicht unseren Weg gehen konnten. Und die Wunden werden golden dargestellt. Das ist auch ein wunderbares Bild. Dort, wo ich aufgebrochen bin oder zerbrochen, wo etwas zerbricht, kann ich aufgebrochen werden und den Goldglanz meiner eigenen Seele entdecken. Das ist für mich ganz wichtig, dass das Zerbrechen, der Bruch, kein Scheitern des Menschen ist, sondern ein Scheitern eines Lebensentwurfes und dass eine Chance sein kann, auf einen Aufbruch zu wagen. Wir haben ja, der Eucharistie feiern wir das Brotbrechen, das Ritual des Priesters, der vor der Kommunion das Brot bricht, wir brechen den Leib Christi, damit wir nicht zerbrechen an dem, was unsere Vorstellungen zerbricht, sondern dass wir aufgebrochen werden für unser wahres Selbst und aufgebrochen werden für den unbegreiflichen Gott. Haben Sie selbst in Ihrem Leben solche Brüche auch erlebt und wie sind Sie damit umgegangen? Gut, ich habe jetzt keine so großen Brüche erlebt. Ich bin ja mit 10 Jahren, wollte ich schon Priester werden und habe das auch durchgehalten. Mit 10 Jahren schon? Ja, das war natürlich eine infantile Gedanke. Ich war fasziniert von der Erstkommunion, habe mit meinem Vater dann geredet, das wäre doch auch was für mich. Und damals, das war 1955, da waren die Eltern noch ganz stolz, wenn einer Priester geworden ist und so ist mein Weg da gegangen. Es gab jetzt keinen total äußeren Bruch. Gut, ein Bruch, ich habe in Theologie promoviert und dann kam der Abt auf die Idee, ich soll Zellerar werden, also wirtschaftlicher Leiter und sollte noch Betriebswirtschaft studieren. Das war erstmal ein Bruch, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich wollte Seelsorger werden und oder in die Mission gehen, aber nicht unbedingt die Wirtschaft leiten. Aber im Nachhinein, ich habe mich dann darauf eingelassen, merke ich, dass es auch zum Segen geworden ist. Ich konnte in Kreise kommen, die ich sonst nicht erreicht hätte, gerade auch Wirtschaftskreise, wo ich auch ja Vorträge halte. Also im Rückblick sind Sie dankbar für das, was Sie Menschen geben können. Und Sie geben ja ganz, ganz viel Menschen, indem Sie Bücher schreiben ohne Ende. Jeder kennt Pater Anselm Grün und seine Bücher.
wir sind gerade im Jahr der Barmherzigkeit. Wo wünschen Sie sich von der katholischen Kirche auch mehr Barmherzigkeit? Gut, gerade im Umgang mit Menschen, die eben keine glatte Lebensbiografie haben, da ist wichtig, dass wir uns nicht an den Normen festbeißen, sondern den Menschen begleiten. Und ich merke, wenn ich Seelsorger bin, Seelsorger kann ich nicht mit dem Kirchenrecht treiben. Da muss ich mich auf den einzelnen Menschen einlassen und spüren, was braucht er. Und da sind wir diese festen Normen, das sind Zielvorstellungen, aber ich muss immer den konkreten Menschen sehen, wie kann der mit seiner Situation umgehen und christlich weiterleben. Das ist mir wichtig, dass der einzelne Mensch mit seiner Sehnsucht ernst genommen wird und er nicht unter Normen einfach unterstellt wird. Normen sind gut, sind wichtig, aber das Wichtigste ist immer das Gewissen, das lehrt auch so die katholische Kirche. Seht, da ist der Mensch, das ist das Motto und Leitwort des 100. Katholikentages in Leipzig, eine Stelle aus der Passionsgeschichte. Wie deuten Sie, wie übersetzen Sie dieses Wort in unsere heutige Zeit? Was kann es uns sagen? Gut, die eine Frage ist ja, was ist der Mensch? Der Mensch wird heute immer mehr ökonomisiert, nach ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt. Und da ist wichtig, der Mensch in seiner Einmaligkeit zu sehen. Im Johannesevangelium ist es ja der Mensch, in dem Gott aufleuchtet. Das ist ja das Paradox. In diesem Menschen, der geschunden ist, leuchtet Gottes Herrlichkeit auf. Bei Lukas ist ein anderes Bild. Da ist Jesus der wahrhaft gerechte Mensch. Platon hat ja 400 Jahre vor Christus den gerechten Menschen beschrieben, wie wird es in unserer ungerechten Welt einem gerechten Menschen ergehen. Und er sagt, man wird ihn aus der Stadt heraustreiben, ihn blenden und ans Kreuz hängen. Der gerechte Mensch ist der, der sich nicht aus der Mitte heraustreiben lässt, selbst nicht von den Feinden, von den Mördern, der in sich selbst verankert ist, in Gott verankert ist. Und das ist für mich wichtig, gerade weil Sie die Passion ansprechen. Und für Lukas ist das die entscheidende Botschaft der Passion, wenn wir da diesen Menschen schauen, der selbst im Tod noch gerecht bleibt, dann dürfen wir vertrauen, dass auch unser Leben richtig wird, dass wir etwas von dieser Gerechtigkeit haben. Und Lukas sagt ja, alle, die zum Schauspiel kamen, klopften sich an die Brust und gingen verwandelt weg. Es ist interessant, Lukas hat drei Reaktionen auf den Tod Jesu und keine ist mehr negativ. Vorher lästern die hohen Priester und die Römer, nach dem Tod auf einmal werden alle verwandelt. So schildert es wenigstens Lukas, nach dem Tod gibt es keine Feinde mehr. Da sind alle berührt von diesem Geschehen, von diesem wahrhaft gerechten Menschen. Das wünsche ich mir auch, dass wir als Christen immer wieder dieses Menschsein so leben können, dass die Menschen sagen können, da ist ein Mensch und von diesem Menschen werden wir in das Geheimnis unseres eigenen Menschseins eingewiesen und können vielleicht auch zu einem gerechten Menschen werden. Sie haben viele, viele Bücher schon geschrieben. Wie viele waren das bislang? Ich zähle die Bücher nicht. Auf welches Buch dürfen wir uns als nächstes freuen von Pater Anselm Grün? Gut, jetzt im August kommt eins raus mit Thomas Halik, dem tschechischen Priester und Philosophen, über den Atheismus. Man unterscheidet ja zwischen, es gibt da drei Formen, die suchenden Atheisten, mit denen können wir gut ins Gespräch kommen, denn die sind ja offen für das Geheimnis. Die gleichgültigen Atheisten, gut, die leben einfach wirklich an der Oberfläche, da ist es oft schwierig dran zu kommen. Und die aggressiven Atheisten, mit denen kann man auch ins Gespräch kommen, denn sie sind aggressiv, weil sie verunsichert werden durch den Glauben. Wenn sie nicht verunsichert wären, müssten sie nicht so aggressiv sein. Und da ist wichtig dann zu sagen, warum musst du so dagegen kämpfen? Musst du deine eigene Sehnsucht verdrängen, damit du so aggressiv sein musst? So in diesem Punkt soll es gehen, um das Gespräch mit dem Atheismus als Herausforderung. Denn jeder Christ, wir alle haben in uns Glauben und Unglauben. Und nur wenn wir auch den Unglauben umarmen, das ist ja auch das Bild des Kreuzes, dass wir alles umarmen, die Gegensätze, nur dann haben wir keine Angst vor Ungläubigen. Wer den Unglauben in sich verdrängt und sagt, ich bin nur gläubig, ich halte fest,
der muss ja dann die Ungläubigen bekämpfen oder, wie man es bei den Terroristen sehen, auch töten. Letztlich ist es Angst vor der eigenen Verunsicherung und deswegen ist wichtig, hinter der Aggression die Angst zu entdecken, vor der Verunsicherung durch den Glauben. Pater Anselm Grün, danke für Ihre schönen Worte. So ruhig, so mucksmäuschenstill habe ich den Stand hier in den letzten Tagen noch nie erlebt. Wie machen Sie das nur, dass Sie Menschen so begeistern von Ihrer Gelassenheit, von Ihrer Ruhe und von Ihrem tiefen inneren Frieden, den Sie ausstrahlen? Ich mache gar nichts. Vielleicht eins, ich bin kein Perfektionist, der jetzt sich darstellen muss, der sich beweisen muss. Mir hilft immer, ich wusste auch nicht genau, was auf mich zukommt jetzt in dem Interview, aber ein Bild hilft mir immer, ein Wort Jesu: steh auf, nimm dein Bett und geh, mach dir nicht so viel Gedanken, was du jetzt genau sagen sollst, steh auf, nimm dein Bett und geh und dann sag das, was gerade kommt. Vielen Dank, Pater Anselm Grün aus der Abtei Münster-Schwarzach. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Dabeisein die letzten 3 Tage am Katholikentag in Leipzig. Alles Gute und Gottes Segen und vielen Dank, Pater Anselm Grün. Schönen Katholikentag noch. Thank you.